Die Rolle vor in entspannter Atmosphäre in der Innsbrucker Altstadt gemeinsam mit Gemeinderat und Bürgermeisterkandidaten Rudi Federspiel. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Grüß Gott. Herr Federspiel, es ist an der Zeit, über Inhalte in Sachen Politik, Gemeinderatswahlkampf zu sprechen. Wir haben einmal schon die Möglichkeit gehabt und haben über das Thema Wohnen geredet. Heute das Thema Sicherheit im Mittelpunkt, seit Jahren ein ganz wichtiger Bereich für Sie. Wie steht es denn um die Sicherheit in der Stadt Innsbruck? Wenn ich mir die E-Mails anschaue und die Telefonate, die ich jeden Tag bekomme, dann steht es nicht sehr gut um die Sicherheit, besonders in bestimmten Bereichen. Das ist der Bahnhof, das sind die Bögen, das sind die Parkanlagen und zum Teil die Innenstadt. Und ich versuche immer wieder, und nachdem ich nicht in der Regierung bin, in der Opposition versuche ich immer wieder, alle aufzurütteln, dass in puncto Sicherheit mehr getan wird. Wir brauchen also mehr Polizei. Ich sehe in der ganzen Stadt keine Polizei. Wir brauchen mehr in Uniform, mehr Polizisten, in Zivil. Und Polizisten wären in der Stadt da. Nur man muss sie richtig einteilen. Und es kann nicht so sein, dass man die Polizisten nur mehr sozusagen als Schreibtischtäter hat, die nur mehr am Schreibtisch sitzen, sondern die gehören auf die Straße und die gehören in die Bevölkerung hinein, damit die Bevölkerung das Sicherheitsgefühl hat. Und das geht den Leuten ab. Und ich war erst kürzlich mit einem hohen Polizeioffizier Mittagessen und der hat mir Sachen erzählt, die ich nicht einmal gewusst habe, was sich in der Stadt wirklich abspielt. Jetzt haben Sie aufgrund Ihrer beruflichen Tätigkeit sehr viele Erfahrungen, gerade auch insbesondere in Italien. Da weiß man dann zum Beispiel, dass in Verona diese Polizeipräsenz massiv gewirkt hat, sich also sehr positiv für das Sicherheitsempfinden ausgedrückt hat. Ist so etwas auch in der Stadt Innsbruck vorstellbar? Ich bin der Meinung, dass man eben die Polizeipräsenz stark erhöhen muss. Man sieht es sofort, wenn heute Polizisten unterwegs sind, dann ist auch die Bevölkerung dementsprechend beruhigt. Man sieht es, wenn sie da sind. Und wenn sie nicht da sind, dann ist es einfach ein Unbehagen. Und wir haben also sicher die Möglichkeit, in der Stadt Innsbruck die Polizei so einzusetzen, dass sie dementsprechend die Stadt überwachen kann. Es würden zum Beispiel in der Innenstadt genügen, wenn wir 4 Doppelstreifen haben. Am Bahnhof, in anderen Bahnhöfen, zum Beispiel in Linz, gibt es Doppelstreifen. Da sieht man diese Marokkaner-Szene nicht. Und deswegen sage ich, man muss einfach die Polizei einsetzen, verstärkt. Und dann löst sich das Problem. Und in Italien, der Bürgermeister Dosi von Verona, der hat es gelöst, nur mit einer starken Polizeipräsenz. Eine Möglichkeit, diese Präsenz zu erhöhen, wäre ja auch die Installierung einer Stadtpolizei. Das geht aber aufgrund eines Bundesgesetzes noch nicht. Sie sind aber inzwischen bereits aktiv worden. Es geht derzeit noch nicht, aber ich hoffe, dass vielleicht auch der Landeshauptmann Platter hat selber gesagt, dass die Möglichkeit bestünde, angedacht wird das Ganze, dass wir eine eigene Stadtpolizei bekommen, so wie zum Beispiel Halle oder Kufstein. Derzeit ist es nicht möglich. Dann hätten wir natürlich eine eigene Stadtpolizei, was sehr wichtig wäre. Und andererseits muss ich sagen, wenn wir ein Sicherheitsbudget hätten innerhalb der Stadt, könnten wir auch die Bundespolizei bezahlen. Wäre ja auch kein Problem. Geld ist vorhanden. Dann sagen wir danke für das Gespräch. Danke.